Im Kreise von mehr als 150 Gästen feierte der Hospizkreis Gandake See am Freitagabend im Gandakeseer Rathaus sein 10-jähriges Bestehen. Dabei in Wort und Bild auf die vergangenen 10 Jahre zurückgeblickt. Grußworte sprachen die Bürgermeister der Gemeinden Gandakesee und Hude, Alice Gerken-Klaas und Holger Lebedenze. Die Streichhölzer vom Gymnasium Gandakesee begleiteten die Zeremonie musikalisch. Im Rahmen der Feierstunde wurde auch die Bilderausstellung Sterben, Tod und Trauer eröffnet. Diese zeigt die Sichtweise von Schülern der Kartenkammschule, der Schule am Habrügger Weg und der Oberschule Gandakesee. Die Ausstellung ist noch bis zum 26. Juni im Rathaus zu sehen.